willkommen beim Deutschen Filmfest Horizonte 2016. Sie wissen, dass Deutschland das einzige Land der Welt ist, was wegen der Katastrophe von Fukushima aus der Atomenergie ausgestiegen ist. Und deshalb haben wir noch einmal eine tiefe Verbindung, Deutschland und Japan. Und das ist das, was mich auch immer wieder interessiert, unsere Verbindung. Immer wieder unsere Verbindung. Wo ist unsere Verbindung? Und deshalb habe ich diese Geschichte erzählt von einer Deutschen, die nach Japan kommt. Und die ist natürlich schon auch mein alter Ego ein bisschen. Und hier auf eine Frau trifft, die ich ganz viel kennengelernt habe, nämlich die Frauen von den Contemporary Housings in der Katastrophenregion in der Provinz Fukushima. Und diesen Frauen wollte ich ein Denkmal setzen, weil ich wirklich hoffe, dass sie nicht vergessen werden. Und eine dieser Frauen hat dann Momo Kaori dargestellt. Als Japaner von Geisha höre, dann denke ich an einen gewissen Stereotyp. Trotzdem, was war die Motivation, die Sie dann dazu bewegt hat, diese Rolle zu übernehmen und mitzuspielen? その芸者の設定っていうのがね、よくある海外の映画における、スモールレスラーとか、そのワンオブゼムじゃなくて、 全てを失って、人も、物も、アイデンティティも、希望も全部なくした時に、そのおばあさん芸者が引き継いでいる歌があるんですね。石狩釜歌っていう。その歌が自分が死ぬと亡くなるっていう、その亡くなるっていうことだけが残念で、 自分は死にたくなったりしてるのに、その歌を継承してる人間がいなくなる、その歌が消えてしまうってことだけが残念で、生命力を強くしていく女なんですね。だから、その芸者であるシチュエーションは今までの海外の映画の中で一番正しく使われているような気がします。 Warum verfilmt man Anne Frank? Und ich würde da gerne auf Doris eigentlich nochmal rekurrieren, die hier nach Fukushima gegangen ist, weil sie das Gefühl hatte, sie müsste es machen, was absolut richtig ist. Und ich habe Anne Frank eben gemacht, weil ich auch dachte, es müsste unbedingt gemacht werden. Ist doch noch grün hinter den Ohren. Zwar gibt es schon Anne Frank Filme, aber es gibt noch keine Lesart, wie wir es jetzt machen durften, weil die Bücher, die Tagebücher jetzt in ihrer Gänze da sind und einen Zugang bieten, den ich sehr wichtig fand. Also es ging darum, wie erreiche ich meine eigenen Kinder, die das Alter von Anne Frank haben. Und das geht eben über die Darstellung der Pubertät. Das heißt, was wir versuchen mit diesem Film ist etwas Politisches, wo eigentlich alle die Köpfe wegdrehen, weil sie es vielleicht nicht mehr hören wollen oder zu weit weg sind, über etwas anderes zu erklären. Und eine zweite Sache, die mir noch sehr wichtig ist, wir haben ja in Deutschland ein politisches Fukushima im Moment, empfinde ich, weil das, was wir an rechter Gesinnung in Deutschland erleben, ist für mich zum Beispiel absolut erstaunlich. Es ist, als würde ich in ein Ausland blicken, das ich nicht verstehe. Und deswegen ist eben Anne Frank für mich im Moment ein möglicher und wichtiger Beitrag, und dass ich ein Mann bin, bitte ich zu entschuldigen. Ist so. Alle spielen jetzt Golf, jeder fährt Passat. Keiner tätowiert sich, Wu-Tang auf dem Arsch. Keiner tanzt mehr Moonwalk seit Michael Jackson starb. Alle auf Salat, keiner mehr verstrahlt. Schon wieder eine zwanghafte. Was hast denn du da gemacht? Wie ist denn das passiert?
alle sind jetzt treu. Niemand geht mehr raus, keiner kämpft mehr bis zum Endboss. Alle geben auf, jeder geht jetzt joggen. Als ich das Drehbuch bekommen habe, habe ich sofort gedacht, das möchte ich machen, weil ich die Figuren so schön und sensibel gezeichnet fand. Und der Dreh war auch nicht leicht, die Umstände. Wir mussten uns immer beeilen und deshalb war einfach wichtig, dass wir sehr konzentriert und fokussiert arbeiten. Und Theresa hat immer ihre Vision im Kopf und es ist wahnsinnig gut, einen zu führen und auch mal zurückzuholen. Ich kann kurz sagen, der Film setzt sich auf unbequeme Art mit der geschäftlichen Seite von Entwicklungshilfe auseinander. Frau Nagel? Stesch? Würde es auch lieber beim Friseur sitzen? Meine Frisur gehört zu meiner Arbeit. Ich bin einer Frau begegnet, die mir erzählt hat von einer Situation 2003 während des Irakkriegs. Der Irak war von den Amerikanern abgeschlossen worden, die Grenzen waren zu, es konnte keiner raus und keiner rein. Und es wusste im Grunde niemand, was in diesem Land los ist. Und in einem Luxushotel in Amman saßen Entwicklungshelfer, Journalisten und alle möglichen Leute, die sich immer wieder in Krisengebieten unserer Welt begegnen, die darauf gewartet haben, dass die Grenzen sich öffnen, um mit ihrer Arbeit zu beginnen. Und in diesem Vakuum des Wartens und auch in dieser sensationsnahen Krise gibt es dann so Cocktails, wo Gelder akquiriert werden für Projekte. Und dieser Gegensatz, der hat mich interessiert, weil er erschien mir halt als ein Bild für die Abhängigkeit der Helfer von der Not. Also eigentlich auch ein, sagen wir mal, zweifelhaftes Bild. Ich bin eigentlich schon immer Zeugin gewesen, so dass ein bestimmter Kluft existiert, eine Spaltung in der Gesellschaft für also unter Jugendlichen. Der Film war also eine Art Vorwand, eine Art Modus zu finden, eine neue Gemeinschaft zu gründen unter uns, unter Leute, die halt so einfach aus ganz verschiedenen Nationalitäten waren. Und ich bin einfach sehr beunruhigt und wie so über die Art, wie die Gesellschaft einfach Jugendlichen noch so verliert und wie Jugendlichen sich entmutigen und einfach so den Weg der Radikalismus auch so und wie so auswählen. Und deswegen war so und wie so der Film eine Art Widerstandsprozess auch. どうぞ気をつけてお帰りいただきたいと思います。ありがとうございました。